so einteilen, dass sie zu jeder Epoche einfach so passt. Am besten dann auch eigene Welten machen, wo eins zum Beispiel nur Sachen gibt, wo halt im Mittelalter ist, auffindbar waren, und in der Fantasy-Welt nur Sachen gibt, die Fantasy-Sachen sind und so. Also, ja, ich werde da mal schauen und ich hoffe, ich werde nicht zu sehr deprimierend, wenn ich modde, weil es ist schon ein bisschen schlecht, wie man mit Java modden kann, noch kann. Und ja, aber eben, ich bin hart im Nehmen und setze mich eigentlich immer durch und werde dann schauen. Und da kann ich natürlich auch Hilfe gebrauchen, also, ja. Das sieht interessant hier aus. Vor allem diese Höhle hier. Sieht aus wie so ein Eingang in einen Bunker oder so. Da drüben hat es einen relativ runden Berg mit Abrundungen. Ja, bin mal gespannt, was wir hier so aufbauen wollen können. Ihr könnt natürlich auch hier sehr viele Wünsche und Vorschläge einbringen. Also könnten wir etwas Schönes aufbauen. So, wir hungern. Ist nicht gut. Oh nein, wir setzen die lieber dann ein. Oder nein. Ja, wir finden jetzt, wir finden noch genug Pilze. Ja. So. Siebchen. Wow, 3. Es gab auch schon mal mehr, oder? Es gab auch schon mal mehr. Und die Musik freut uns, die macht uns froh. Tönt irgendwie ein bisschen schottisch. Leicht mittelalterlich. Jo, richtig detailliert, also der Mod hat schon, das Ressourcenpack hat schon echt was auf dem Kasten. Und es ist nicht so extrem scharf oder hell. Also es ist angenehm. Nur der Sand gefällt mir nicht ganz. Also es ist wenig detailliert. Man sieht zwar die Wellen, die Luftlinien ein bisschen, die Strömungen, aber ja. Das gefällt mir nicht so. Und die Erde ist auch ein bisschen zu wenig detailliert. Also ich hätte da schon gerne ein bisschen etwas anderes. Aber es gibt so wenig realistische Modpacks. Das mag ich nicht so. Das ist doch viel schöner als der Tree Captain Mod. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Mod Plugin heißt, aber er ist auch sehr, also bei Bugkit Mods, sehr weit oben. Also sehr berühmt. Ja, Mods und Plugins kann ich nie auseinanderhalten. Eigentlich sind Mods auch Plugins oder Plugins sind auch Mods. Also ist das jetzt nicht so schlimm. So, bauen wir unsere Hütte. Einfach mal einen Holzkasten. Wir können dann immer noch umsteigen. Auf eine super luxuriöse Villa. Ja, da bin ich wirklich gespannt, was sie machen wollen.
wo ich mir so ein mega Villa machen mit mehreren ja, mit mehreren Stufen, also Gebäudegrößen und so, also so fast eine Burg. Oder wollen wir eher mehrere Häuser machen und etwas Unterirdisches, oder ja, da könnt ihr gerne ein paar Wünsche einbringen. Ah, wir haben Erdäpfel, gut. Dann können wir ein bisschen auf Reise gehen. So. Also. Gehen wir schon mal in die Wüste. Es gibt zwei Wüsten. Ah, die ist da oben. Jo. Ein Wüstenfluss, das gibt es auch nicht mehr viel. Das ist dann immer ein Zwischenbiom, das einfach River heißt, also Fluss. Und aber in der Wüste gibt es kein Wasser mehr, das finde ich recht schade. Also in der Wüste ist zwar nicht so viel Wasser, aber wenn ab und zu mal eine Oase kommt oder so, wäre schon schön. Ja. Wir lassen diese zwei noch für andere Let's Player da. Wir brauchen nur diese und dann setzen wir sie an. Hier sind die Kaktusse noch relativ klein. Und da drüben sind größere. Ich bin einer, der die Welten eigentlich nie kaputt machen kann. Wie ist es, wo noch das Pokepack installiert war, gesehen haben. Andere Spiele können das irgendwie nicht. Also es waren immer wieder Landschaftstexturen einfach mal abgebaut worden. Einfach aus purer Zerstörungswille. Und ja, ist nicht gerade gut. Für manche Menschen ist es irgendwie eine Last, gut zu sein, also aufzupassen oder so. Ob das an der Sensibilität der Menschen liegt oder keine Ahnung. Vor allem habe ich das irgendwie so gar nie gelernt. Ich habe immer gelernt, alles aufzuräumen, was ich so Sauerei mache. Und ja, zwar habe ich manchmal auch keinen Bock aufzuräumen, aber ich will es einfach schön haben, so sauber. Und dazu muss man nicht viel tun. Dafür muss man wirklich nicht viel tun. So, ja, diese Kohle lassen wir dort. Die ist auch zur Landschaftstextur wichtig. Für die Schönheit der Natur. Eine Pyramide. Schätze. Eine Belohnung für das Let's Playen. Cool. Diese Sandsteine gefällt mir. Die sind richtig schön. Vor allem diese da. Die gemeißelten. Richtig schön. So. Wie machen wir das am besten? Zuerst mal hier so. Bis hier und dann hier schräg runter. Da haben wir schön mal ein paar Sandsteine. Und wir bekommen dadurch keinen Schaden. Indiana Jones. Haha, TNT. So. Und eine goldene Pferderüstung. Bisschen Gold. Dann 3 Diamanten, 10 Knochen und 14 Rottenfleisch. Verdorbenes Fleisch. 5 Eisen, 1 Sattel und 11 Knochen.
4 Knochen, 1 Iron Ingot, 7 roten Fleisch, 2 Ingots und eine Eisen Pferderüstung. Cool. So, das ist Iron Ore. Da können wir die Sandsteine wieder benutzen, um hier hochkommen zu können. So. Gut, war schön erfolgreich, also. Es war eine der besten Pyramide, die ich je gefunden habe. Außer bei den Seeds, die ich manchmal ausprobiert habe. Aber das ist klar, schöne Seeds finde ich sind für viele einfach praktische Seeds oder so. Aber ich finde, das ist eigentlich nur gecheatet. Wenn man unbedingt einen Seed braucht, wo direkt am Spawn eine Pyramide ist mit 7 oder 8 Diamanten oder so. Ist ein bisschen komisch. Also, wenn man so denkt. Da macht ja das Spiel eigentlich relativ wenig Spaß noch. Dann kann man ja direkt eine Diamantspitzhacke und ein Diamantschwert machen. Und ist dann schon OP. Eigentlich wollte ja ich stattdessen Regnum aufnehmen. Aber momentan hat der Server ein wenig Problemchen. Dann werde ich das um einen Tag verschieben. Und ja. Tut mir leid, aber eben, wenn es manchmal nicht geht, das ist bei den Servern manchmal so der Fall. Jo. Es gibt Regeln. Der ist mir einfach zu laut, also. Im Gegensatz zu anderen Geräuschen ist der Regen einfach viel zu laut und. Das weiß Mojang, setzt es aber nie um. Das ist schon Ewigkeiten so. Und dass sie den Regen dichter gemacht haben, ist auch eine Unverschämtheit. Man sieht ja gar nichts mehr. Oh Gott. Wir müssen aufpassen. Ich wurde erst letztens vom Blitz getroffen und... Die machen noch recht relativ viel Schaden. Zuerst glaube ich 2,5 Herzen und dann noch Brandschaden. Also nicht so gut. So, Dele. Also dann machen wir uns mal auf die Arbeit, ein Haus zu bauen. Und ja. Dann sollten wir bald mal ein bisschen meinen oder irgendwas anderes machen. Keine Ahnung. Ach komm, das ist jetzt wirklich ein bisschen unpassend. Sieht man ja nichts vom Bauen, also können wir das schon mal abschalten. So, jetzt werden wir hier 1, 2, 3, 4, 5 beginnen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So.
Jetzt. Machen wir eine Angstbretter zwischen den Stützen. So. Damit wir ja ein bisschen Abwechslung haben, weil wenn jetzt zum Beispiel hier schon die Fenster kommen, dann sehen die Fenster ein bisschen komisch aus. So haben wir die Fenster hier relativ gut. Und können sie auch groß machen. Also ich habe lieber 2x2 Fenster als ein Fenster. So, da müssen wir schauen, was wir machen. Ist ein bisschen schlecht, weil wenn wir eine Tür müssen, also brauchen vor allem, ist es nicht so gut. Ja, da bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als bei zwei Orten kleinere Fenster zu machen. Ich denke, wir machen es hier. Das ist kein Brett. So, das sind Bretter. So, wir machen es hier kleiner und machen dafür auf den Seiten größer. So, seht ihr? Ist doch schöner. Gut, hier auch. Ah, hier nicht. Hier machen wir sie so groß. Dann machen wir sie hier wieder klein. So. Ja, relativ gut. Also wenn wir jetzt so sehen, ist es nicht gerade schön, aber es hat einfach ein bisschen mehr Abwechslung und die kleinen Fenster sind jetzt auch relativ gut. Also man sieht halt nicht nach oben und unten. Hier sehen wir wenigstens nach oben, aber hier müssen wir auch nicht unbedingt rausschauen, also ja. Ich mache es gerne den Boden ein bisschen andere Farbe. Wir könnten die Birkenloks nehmen, haben wir leider nicht viel, aber wir können sie schon nehmen. Pflanzen hier ein paar neues Birkensetzling an, damit wir genug haben. Wir brauchen für die Decke auch noch. Und ja. So. Ich meine, immer da hinten ist ein Haus. Wie macht man das schon wieder so? Aber es ist einfach nur ein komischer Felsen. Ja, die Steigung ist ein bisschen komisch. Da können wir schön Blickkontakt zu unserem Weizen halten. So. Jetzt. Wir haben Kisten. Ah, wir haben Kisten von den von der Pyramide. Gut. Ja, wir haben jetzt die Birken, Planken, so haben wir schönen Dingboden, Parkettboden.
gut. Sind noch alle Birken noch nicht gewachsen. Tut mir leid, ihr müsst hier weg. Dafür könnt ihr hier zu euren Kollegen. Kollegen Eiche. Jupp. So, okay, ich bin mal gespannt, was sich so entwickelt in diesem Let's Play und jo, wenn ihr Spaß daran habt, zeigt es bitte und dürft gerne kostenfrei und alles mögliche liken, kommentieren, abonnieren, alles mögliche und es ist freiwillig, also ja. Okay, ja. Bis zum nächsten Mal und jo, ich hoffe, es bleibt spannend, okay? Tschüss.